Abgestimmt worden, dass die Stadt selber nicht mehr Veranstalter sein soll. Wir haben sogar im OK noch einen Stadtrat aktuell und einen ehemaligen, ob sie dort noch ein bisschen dazu beiträgt. Aber
dadurch, dass wir da ein paar Profis haben im Sponsoring, haben wir es geschafft. Das zweite Mal, du hast es erwähnt vorhin. Was war das Feedback nach Jahr Nummer 1? Was haben Sie gesagt, wo das Erlebnis hier, wo ihr organisiert habt, sie auf uns? Ja, das ist natürlich extrem. Also, das ist eigentlich für das, was wir so machen. Die Leute haben so Freude, die warten darauf, die fiebern. Und das ist eigentlich die Entschädigung für alles. Das Geld spielt da nicht so eine Rolle. Ja, wir haben es gesehen, schon vor der 2, um 1:30 ist schon da gewesen, im Schlöfschnüren und sind schon wie wild getroffen am Schlöfeln. Wenn ich euch ein bisschen die Stimmung vorher so, wen ist es am schönsten? Wen empfiehlst du jetzt an den Leuten, die keine Schlöfe haben, unbedingt mal herzukommen? Also, primär ist es selber von Fondue Essen. Das Fondue ist absolute Weltklasse. Und so komisch es tönt, wenn es regnet, ein bisschen Wasser auf dem Eis, mit dem Licht, das gibt eine Stimmung, das glaubt man fast nicht. Aber lieber ist natürlich schön kalt. Schönes Wetter und wir haben keine Angst, dass nicht nur nicht kommen. Also, wir können beides genießen. Heute noch schön, morgen haben wir Regen auf dem Eis, wenn wir von uns angehen. Messer für Matteo. Einer, der das auch mit möglich gemacht hat, mit Geldern, mit Finanzierung von der Migranten, der so üblich hat. Wieso hat man gesagt, es ist klar, wir wollen investieren für so ein Projekt? Ja, da gibt es verschiedene Gründe. Ein Grund ist sicher, dass wir versuchen, der Erde zu sein, der Puls ist von der Bevölkerung. Und wenn man da raus schaut, sieht man schon, da pulsiert es. Und für uns ist es cool, hier dabei zu sein. Und dann vereinen sich natürlich in diesem Engagement so die drei Welten, die für mich sehr wichtig sind. Wir haben einerseits hier mit dem Weißlehrer also eine sehr stilvolle Welt, wo wir als Band auch in der Westside haben, wo wir sehr stilvoll einkaufs- und Erlebniszentren haben. Wir die sportliche Welt, wo wir mit Sportings hier können, abbilden können, mit dem Schlöfeln. Und dann rausschaut für die Kinder, Familie, wo wir mit Familien zum Beispiel sehr engagiert sind, wo wir ja auch hier mit den Migranten-Nachmittagen etwas bieten im Laufe der Zeit, wo die Eisbahn da ist. Da kommt sehr vieles zusammen, was für uns einfach passt und für uns ist es eine schöne Sache hier mit dabei zu sein. Was sind das für Nachmittage? Das ist interessant. Kann man sich da mal anmelden mit der eigenen Familie? Also wenn ich vorhin die Sohn gesehen habe, da ist noch ein bisschen zu klein wahrscheinlich. Aber, Wir werden 8 Famigran-Nachmittage haben. Da haben wir Kinder vor Anleitung von Lehrschulen, Lehrerinnen und Lehrer kommen, versuchen, die erste Gehversuche zu machen auf Eis. Es gibt ein Zwiebeln, es gibt eine warme Kappe zum einen. Das ist alles gratis, man muss sich auch nicht anmelden, man kann einfach spontan vorbeikommen. Immer an den ersten Nachmittag, ab den 4. Und dann kann man zukommen, selber auf das Eis steigen. Wie bist du unterwegs am Platz? Ich habe es vorhin erzählt, ich habe gut in eine Richtung gefahren. Ich bin während der Schulzeit, bin ich 50 Schläufe in Langenthal, wo ich aufgewachsen bin. Da sind wir regelmäßig am Nachmittag unterwegs gewesen, aber dann einfach immer so rund reingedreht. Und darum dann immer, wenn es dann so rund, also wenn es einen Richtungswechsel gegeben hat, bin ich ein bisschen strahlend gekommen. Aber es sind viele gute Erinnerungen mit so ein bisschen Fangis und dann das erste Mal so ein bisschen Handy halten mit der Weitschi. Hat dort so ein bisschen dazugehört. Und dann im Laufe ins Eisbahnrestaurant und die Jukebox Song wählen. Was hast du gemacht? Es war also die Zeit mit der Nena. Die Nena war recht angesagt. Also wahrscheinlich links rum und dementsprechend auch links bremsen. Alles in die andere Richtung ist eher schwierig. Ja, ist wirklich so. Also alle die, die mit mir zusammen sind, werden auf Eis sein, gehen vorgewarnt. Es wird schwierig, wenn es in die andere Richtung geht. Also sehr gut, dann wünschen wir viel Spass. Merci für das Engagement bei der Eisbahn auf dem Bootsplatz. Wenn man jemanden, der sich auch gut auskennt, auf dem Platin, sehen Sie zum einen politischen zum Teil, aber auch sind so einen grossen Netzwerkfan, das ist der Wasserballen. Das ist für euch auch wichtig, dass in Bern, der Stadt von eurem Herzen, so etwas immer noch steht. Ja, auf jeden Fall. Und wenn man auch mit den ausländischen Parlamentskolleginnen und Kollegen redet, dann können sich die auch gar nicht vorstellen, dass von einem Parlamentsgebäude überhaupt eine Schlafbahn ist. Das ist für die unvorstellbar, weil dort ist meistens 20 Poller, ist ein leerer Raum und sonst nichts. Und das ist hier schon noch etwas. Ist das vielleicht etwas, was politisch politisch nutzt? Also geht ihr mit denen, mit Leuten, die aus dem Ausland kommen, geht ihr mit denen da auf die Schlafbahn? Sie geben selber gut unterwegs, auf der Schlafbahn. Ja, ich muss auch sagen, es geht mir fast ein bisschen wie im Vorredner. Links rum geht es definitiv besser, aber weil natürlich, wenn ich auf der Schläfe bin, und ich sehr gerne noch Eishockeyle, also noch mit Böck und Stock. Und dann noch das Ziel vor Augen. Das würde mich auch freuen, wenn wir vielleicht mal könnte, anstatt immer nur shooten. Shooten ist auch schön, aber wenn man mal ein Match machen da mit den Leuten, die hier versammelt sind, wo man dann vielleicht mal mit der Ausrüstung könnte auf der Löwstadt zusammen. Das ist einfach noch lustig. Also es gibt jetzt eine Herausforderung, Theo. Christian Wasserfall würde gerne natürlich ein Duell gegen die politischen Gegner organisieren, bringen wir das her. Das ist eine Idee. Wir nehmen das auf. Ich werde da etwas machen. Also, wir nehmen wieder beim Morgen. Sind wir gespannt, wie das Sound geht. Merci vielmals an euch wieder in viel Vergnügen beim Apéro und bei der Eröffnung von der Eisbahn. Und ihr habt gesehen, die Zeit um 2 ist offen. Ihr könnt also vorne auf den Schläfen holen und dann selber noch ein bisschen ausgelassen.
Geniess es! Ich weiß noch nicht genau, wie wir es aufstellen wollen. Links gegen rechts oder grün gegen rot oder schwarz. Vielleicht noch ein bisschen gelb. Wir machen es. Das kann man jetzt diskutieren. Viel Spass bei den Diskussionen.